herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn man als Autor Word benutzt und dann die Anführungszeichen aus dem Buchdruck benutzen möchte, die Guillemets, die ja eigentlich aus dem Französischen kommen, dann hat man es ein bisschen schwer, weil man dann einfach immer Alt und irgendeine Zahlenkombination drücken muss, weil es sich dabei um Sonderzeichen handelt. Für alle anderen Word-Anwender habe ich heute zwei verschiedene Vorgehensweisen, wie ihr das ganz einfach machen könnt, dass euer Word das dann automatisch behirnt, wie es entweder über eine Autokorrektur geht oder wie ihr das über eine schnelle Tastenkombination in Zukunft lösen könnt. Zuallererst öffnet ihr die Optionen, wo ihr dann in den Punkt für die Überprüfung reingeht, weil wir nämlich die Autokorrektur-Optionen brauchen. Wie ihr sehen könnt, habe ich es so eingespeichert, dass wenn man zweimal das Größere- oder Kleinerzeichen eingibt, dass dann jeweils das Anführungszeichen in die jeweilige Richtung automatisch dann ersetzt wird. So könnt ihr es dann genauso einspeichern oder eben natürlich dann mit Zeichen, die euch selbst lieber sind, aber man hat hier leider ein kleines Problem. Sobald man einen Satz zu schreiben beginnt und man hat dann noch keine Satzzeichen, ist das noch kein Problem. Wenn man aber ein Satzzeichen hat, ob es jetzt ein Punkt ist oder beispielsweise ein Rufzeichen, ein Fragezeichen, dann checkt Word das einfach nicht und macht das erste Kleinerzeichen dann trotzdem noch. Das heißt, ich müsste es dreimal machen, bis die Autokorrektur wirklich greift. Deswegen ist auch die zweite Methode hilfreicher. Dazu geht ihr auf den Reiter Einfügen und klickt auf Symbol und weitere Symbole. Tippt auf der Tastatur auf das kleine L, um hierhin zu springen, wo ihr dann diese Anführungszeichen eben auch direkt sehen könnt. Hier habt ihr nun den Button für die Tastenkombination und auf den klickt ihr, denn hier gebt ihr dann ein, was für eine Tastenkombination ihr haben möchtet. Wie ihr sehen könnt, bei mir ist es immer Steuerung und das jeweilige Zeichen. Das heißt entweder Steuerung und Kleinerzeichen oder Steuerung Umschalt und Kleinerzeichen. Und damit klappt es dann auch sehr viel einfacher, weil ihr dann einfach das Zeichen unabhängig von der Autokorrektur machen könnt. Und dadurch passt es dann auch, wenn ihr Satzzeichen habt. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schreiben. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video etwas gebracht hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, was auch immer das dann für ein Thema wird. Tschüss!